wollte mich eigentlich nicht zu dem Thema äußern, aber ich denke, ich muss es jetzt einfach tun. Wie ihr wisst, habe ich vor ein paar Tagen einen Halloween-Look geschminkt und dabei echtes Sushi in mein Gesicht geklebt. Bitte schaut dieses Video zu Ende, bevor ihr irgendwas kommentiert. Das waren alle Kommentare. Essensverschwendung, voll die Essensverschwendung. Nur Gott weiß, warum TikTok die alle gefiltert hat. Da ich für meinen Look eben Sushi brauchte, habe ich mir eine Sushi-Box im Supermarkt gekauft, habe mir ein Sushi-Stück genommen, sogar halbiert und die kleinere Seite genommen, komplett den Rest gegessen plus die andere Hälfte. Sagt mir mal gern, was ihr davon haltet, aber ich finde, es ist so unverhältnismäßig, deswegen sich aufzuregen. Es wird so viel Müll geschaffen in dieser Welt. Das ist Rosinenpicken. Dieses bisschen Kalorien, wovon auch niemand satt geworden wäre, wurde dann ja in den Biomüll, wo es dann auch recycelt wird sogar. In Supermärkten, Hotels wird so viel weggeworfen und ich habe da wenigstens noch ein bisschen Kunst geschaffen. Sich darüber aufzuregen, ist wirklich unverhältnismäßig. Und natürlich schätze ich Essen und natürlich habe ich dieses ganze Sushi gegessen. Und bitte kommentiert mal eure Meinung dazu.